Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog news Der Gründer des Café Florian in Düsseldorf verstorben. Sein Erbe wird in Ehren fortgeführt. Verlust eines kulinarischen Pioniers. Tod des Gründers des Düsseldorfer Café Florian. Der Gründer des bekannten Düsseldorfer Café Florian, Florian Schulz, ist verstorben. Das wurde am Mittwochabend bekannt gegeben. Schulz war eine feste Größe in der Düsseldorfer Gastronomie und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Mit seinem Tod verliert Düsseldorf einen leidenschaftlichen Gastronomen und engagierten Unternehmer. Schulz hinterlässt nicht nur sein Café, sondern auch seine Familie und viele Freunde in der Branche. Vor allem aber hinterlässt er ein bemerkenswertes Vermächtnis, das das Bild der Düsseldorfer Gastronomie geprägt hat. Ich werde sein Erbe in Ehren weiterführen, verspricht Schulz langjähriger Geschäftspartner und Freund Manfred Bauer. Florian hatte eine Leidenschaft für Qualität und war bekannt für sein feines Gespür für das, was seine Gäste wollten. Diese Hingabe und das Streben nach Exzellenz werden im Café Florian weiterleben. Das Café Florian öffnete erstmals in den 1980er Jahren seine Türen als Konditorei und Café. Ende der 90er Jahre begann Florian Schulz mit der Erweiterung des Angebots um Speisen und Getränke. Sein Ziel war es, das Café Florian zu einem ganzjährig geöffneten Treffpunkt zu machen, und das hat er geschafft. Heute wird das Café im Herzen der Düsseldorfer Altstadt nicht nur von den Einheimischen geliebt. Berühmt ist das Café Florian vor allem für seine feinen Backwaren und Kuchen, die nach alten Familienrezepten und mit besten Zutaten hergestellt werden. Florian hat sich stets darauf gefreut, die Augen der Menschen zum Leuchten zu bringen, wenn sie in einen seiner Kuchen gebissen haben, erinnert sich Bauer. Er war ein Mann, der das Leben genoss und diese Freude mit anderen teilen wollte. Das Café Florian war ein wichtiger Anziehungspunkt für Schulz, der sich immer wieder aufs Neue in die Arbeit stürzte, um seinen Gästen das Beste zu bieten. Es war seine große Leidenschaft und sein Lebenswerk. Und es versteht sich von selbst, dass die Gemeinschaft tief betroffen ist über den Verlust dieses großen Gastronomen. Autorin Anita Farke, Donnerstag, 4. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.